Hallo Lieben, hier ist wieder der Martin. In dem Video geht es darum, trage ich eigentlich meinen Talk-Computer links oder soll ich ihn rechts tragen? Auch da gibt es verschiedene Meinungen. Ich kann euch mal sagen, warum ich, also ich tauche tatsächlich mit zwei Talk-Computern, aber warum ich, wenn ich nur mit einem tauche, ihn immer links tragen würde und nicht rechts. Und zwar fangen wir mal so an, warum sagen denn Leute, man soll den Talk-Computer rechts haben? Und das Hauptargument ist, was ich höre von anderen, also erstmal, wir sind hier im Sporttalk-Bereich, nicht im technischen Bereich, da gibt es dann nochmal andere Aussagen, aber hier im Sportbereich höre ich halt meistens, mach den Talk-Computer an den rechten Arm, weil wenn du aufsteigst, hast du hier den Inflator und dann kannst du hier bequem auf deinem Talk-Computer gucken und hier die Luft ablassen. Ne? Das ist halt einfacher, als wenn du den Talk-Computer so hast. Nein, da kann ich jetzt hier nicht drauf gucken. Das ist so die Idee dahinter, warum ich meistens höre, man soll den Computer rechts tragen. Ich sehe das anders. Ich sage, trag den Tauchcomputer am linken Arm und hab den am besten an Bungees, so wie ich hier. Ne? Also das so flexible Gummibänder. Und tatsächlich kann man den Tauchcomputer nämlich dann drehen und kann ihn ganz easy auch auf der Innenseite tragen. Und warum macht das Sinn? Sind wir mal wieder in der Situation, wo man aufsteigt. Wenn ich jetzt hier den Inflator habe, kann ich jetzt hier ganz bequem auf meinem Talk-Computer gucken, habe auch gleichzeitig meinen Buddy im Griff und kann auch sehr einfach nach oben gucken, ob der Weg nach oben frei ist. Habe ich den Talk-Computer am rechten Arm? Klar, habe ich jetzt hier einen Inflator? Klar, kann ich so machen. Dann habe ich auch meinen Buddy im Blick und kann nach oben gucken, aber die Realität, das macht keiner. Man hat den Computer hier, weil es entspannt ist. Ich habe hier meinen Inflator und gucke hier und ich habe vielleicht meinen Buddy noch im Blick. Ne? Ich kann immer einfach rüber gucken. Aber ich gucke nicht mehr nach oben. Ich sehe nicht, was da oben passiert. Allein deswegen würde ich einen Computer links haben. Und noch ein anderes Argument ist, was in Notsituationen relativ schwerwiegend sein kann, ist, wenn ihr irgendwann mal euren Stress und Rescue macht, dann lernt ihr, zumindest so kenne ich es, einen bewusstlosen Taucher an die Oberfläche zu bringen. Und im Regelfall ist man entweder dabei an der Seite von dem verunfallten Taucher oder hinter ihm, aber nicht vor ihm. Und so wie ich unterrichtet habe oder wie ich selber gelernt habe, ist, man ist dann, nimmt den rechten Arm und hält quasi den Inflator, den Lungenautomaten in seinem Mund ist von dem Bewusstlosen und überstreckt den Kopf und ich benutze das BCD von dem Verunfallten, um ihn nach oben zu bringen. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid hinter einem anderen Menschen und greift mit dem Arm von hinten rum und geht hier hin, dann könnt ihr den Tauchcomputer nicht mehr ablesen, wenn er im rechten Arm ist. Ihr habt keine Ahnung, wie schnell ihr da aufsteigt. Habt ihr aber den Tauchcomputer, auch weil das im Prinzip das gleiche ist, wie wenn ihr alleine nach oben taucht, den Computer so und den Inflator so, könnt ihr das easy ablesen. Also meine Empfehlung ist, macht den Tauchcomputer an den linken Arm. Wenn es für euren Tauchcomputer die Option gibt, bin ich ein sehr, sehr großer Freund von Bungees, diese Gummibänder. Oder macht es tatsächlich so wie ich tauche mit zwei Tauchcomputern. Ich kann tatsächlich auf beide drauf gucken, was für mich gerade passender ist. Und ich hatte es tatsächlich schon einmal, dass ein Tauchcomputer, wo ich nur einen am Arm hatte, der tatsächlich eingefroren ist unter Wasser. Und seitdem tauche ich deswegen immer mit zweien, weil ich habe eh mehrere Tauchcomputer. Warum sollen sie nur im Schrank rumliegen, wenn ich sie quasi auch tragen kann? Und was noch ein wichtiges Argument ist, in meiner rechten Hand, damit bediene ich normalerweise, habe ich irgendwas in der Hand, eine Taschenlampe oder was auch immer, oder eine Tauchlampe. Ich weiß, das wird in manchen technischen Verbänden anders gelernt. Da taucht man dann mit einer Tanklampe und die hat man am linken Arm, aber wie gesagt, wir sind ja im Sporttauchbereich. Und meine linke Hand ist tatsächlich immer meine Hand für mein Equipment, also für meinen Inflator. Und wenn ich sonst irgendwas bedienen muss, die rechte, damit bediene ich was nicht super wichtig ist, aber meine linke Hand, das ist meine Arbeitshand, sag ich mal. Ja. Und deswegen mache ich das so, wie ich es euch eben gesagt habe. Ihr könnt natürlich auch den Tauchcomputer im rechten Arm machen. Letztendlich könnt ihr das halten wie ein Dachdecker. Da gibt es keine Tauchpolizei, die euch das vorschreibt. Aber denkt halt einfach mal, also gerade wenn ihr überlegt, euren Stress and Rescue zu machen, ich übrigens sehr empfehlen kann, das war der Kurs, der mich als Sporttaucher am meisten nach vorne gebracht hat. Wenn ihr irgendwann einen Stress and Rescue Kurs macht und dann werdet ihr halt feststellen, Tauchcomputer am rechten Arm ist echt doof, wenn man dann ja nicht mehr ablesen kann und steigt halt irgendwie aus 10, 15 Meter Tiefe auf und muss halt dann gleichzeitig noch auf die kleinsten Gasbubbles achten, um die Aufstiegsgeschwindigkeit zu messen. Wenn es so irgendeinen Aspekt gibt, den ich hier übersehen habe, teilt mir das gerne mit, schreibt es mir unten in die Kommentare. Wie immer, ich freue mich immer auch was zu lernen. Es gibt sicherlich vielleicht auch Aspekte, die ich nicht sehe oder ich nicht gesehen habe. Und freue mich da immer über einen Austausch. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und happy diving.